Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Wünsche euch ein geiles Wochenende und hoffe, ihr hattet einen geilen Tag. Bevor wir mit dem Video anfangen, eine ganz kleine Randnotiz. Und zwar bin ich ja im League-Partnerprogramm und habe genau deswegen einige J-Skins geschenkt bekommen, die ich an euch verschenken kann. Ja, vom neuen J-Skin, keine Ahnung, wie der heißt, Academia, glaube ich. Und diese werde ich morgen am Sonntag in einigen One-on-Ones an euch abgeben. Das heißt, ihr könnt mich einfach herausfordern bzw. gezogen werden. Und wenn ihr mich besiegt, bekommt ihr einen Skin. Das Ganze kostet natürlich nichts, außer vielleicht eure Seele. Kommen wir zum Video. Wir haben 100 Leute befragt. Nennen sie besonders skill-lastige Champions. Ja, ich musste viel überlegen, wie ich das Ganze jetzt genau nenne. Und um das mal kurz aufzudröseln, wir suchen die Champions, wo das Gap zwischen einem Durchschnittsspieler und einem Profispieler am höchsten ist. Das heißt nur als Talon hier, ein Talon wird von Durchschnittsspielern zu 52,8% Winrate gespielt und Profispieler schaffen 60,2%. Das heißt, wir haben so gute 7% Winrate-Unterschied zwischen Durchschnitts- und guten Spieler. Das Ganze machen wir natürlich im Ratestil, das heißt, ich gebe euch insgesamt 4 Tipps. Solltet ihr den Champion beim ersten Tipp erraten, bekommt ihr 4 Punkte, beim zweiten Tipp bekommt ihr 3 Punkte und beim letzten Tipp bekommt ihr nur noch einen Punkt. Wichtig ist natürlich hier, ihr dürft nur einmal raten, das heißt, wenn ihr beim ersten Tipp sagt, hey, das ist der und der Champ und der ist es nicht, dann habt ihr verkackt. Fangen wir an mit Champion Nummer 6. Ich habe das Ganze relativ einfach gehalten diesmal, ne, damit ihr auch mal ein paar Glücksgefühle in eurem Leben bekommt, Kappa. Und deswegen Tipp Nummer 1, meine Waffe fliegt. Ja, eine Waffe und sie fliegt. Ich meine, jetzt kann man natürlich durchgehen, hey, welche Champions? Ich versuche ihn natürlich zu nerven, das ist meine Aufgabe hier. Ihr dürft natürlich auch kurz das Video anhalten, aber auch nicht zu lange. Und Mogul dürft ihr auch nicht, keine Champion-Liste. Ja. Gibt es eigentlich Champions, wo die Waffen fliegen, sind wir ganz ehrlich. Aber selbst wenn man nicht viele kennt, man muss auch erstmal drauf kommen, ne? Tipp Nummer 2. Langes, blaues, lineal, gerades Haar. Erinnert mich so ein bisschen an Lady Gaga. War ja eine Zeit lang richtig im Trend. Also hatten, glaube ich, richtig viele Frauen diesen Lady Gaga-Schnitt. Ich weiß nicht, im Moment ist das, glaube ich, nicht mehr so ein Ding, aber hier und da sieht man es immer noch. Das waren noch Zeiten. Papa Poker Face. Ja, okay. Tipp Nummer 3. Leuchtend blaue Augen und einen Stirnreif. Ja, dazu muss man natürlich ungefähr ein bisschen wissen, wie der Champion aussieht. Ich glaube, dieser Tipp bringt euch nicht viel, aber vielleicht weiß er jemand. Ah, ja, Stirnreif. Ja, genau, da weiß ich es jetzt. Der erste Tipp ist aber auch ein bisschen kacke, ich gebe zu. Aber die anderen, ich verspreche Besserung. Tipp Nummer 4, der ist ein bisschen auflösend. Eonia. Und 6 Klinken. Es handelt sich hier bei Champion Nummer 6 um Irelia. Ja, Irelia wird vom Durchschnittsspieler 48,1% Winrate, das heißt nicht mal im Positiven. Und wirklich, ja, das heißt der Durchschnittsprofispieler hat 58,0% Winrate auf ihr. Das ist ein Unterschied von 9,9%, das ist schon ganz ordentlich. Und ja, im Prinzip, ne, die Waffen, die fliegen, sie hat sehr, sehr gerades Haar und auch sehr leuchtend blaue Augen. Das sieht man vor allem dann, wenn man ihr Video anschaut. Ja, ich meine, klar, da muss man wirklich auf sowas drauf achten, aber sie war ja letztens in so einem Video mit Sion und Kamen und dieses Ganze und da sieht man wirklich richtig krass. Müsst ihr euch mal anschauen, wie heftig ihre Augen leuchten. Und einen Stirnreif hat sie auch. Na, Ionia sollte klar sein. Aber na gut, kommen wir zum nächsten Champion. Vielleicht ist sie auch ein bisschen einfacher, vielleicht aber auch nicht. Tipp Nummer 1. Ich trage Sandaletten. Also, ich muss zugeben, ich habe Sandaletten erst hingeschrieben und dann gegoogelt, was das überhaupt ist. Also, es sind im Prinzip so eine Stiefel, wo die Füße raus... Also, so eine Art Stiefel-Flipflops, ja, wo die Füße bzw. die Zehen rausgucken. Also, nicht komplett die Füße, sondern da sind noch so Schnüre drum so ein bisschen, aber... also, man sieht auf jeden Fall die Zehen. Ja, das kann man sagen. Frauen werden wissen, wovon ich rede. Da gibt es bestimmt so einen Mega-Begriff für. Das sind wahrscheinlich Stiefeletten. Nee, Stiefeletten ist... Ach, was weiß ich. Was weiß ich. Tipp Nummer 2. Mehr Damage nach jedem benutzten Zauber. Das heißt nach Q, W, E oder R. Ich kann benutzen, was dir gehört. Wer jetzt Heiles gesagt hat, nein, das ist nicht richtig. Der trägt doch, glaube ich, keine Sandalettenstiefel-Dinger. Tipp Nummer 4, ich bin klein und habe lange Haare.
Es handelt sich hierbei um Zoe. Ja, Zoe, auch relativ schwerer Champion, muss man ehrlicherweise sagen. Durchschnittsspieler bei 49,6%. Der richtig gute Spieler ist bei 59,8%. Ihr müsst immer den Wert ganz links und ganz rechts nehmen. Haben wir einen Durchschnitt bzw. einen Unterschied von 10,2%. Das ist schon ganz ordentlich. Ja, sie müsste immer auf ihre Füße achten. Sie hat halt solche Schuhe. Ja, bei dem Spell, der jedes Mal ihren Damage erhöht, das ist natürlich ihre Passive. Da war ich mir ein bisschen unsicher, ob ich da wirklich noch sagen muss, dass sie Auto-Attacken soll, aber dann wäre es wahrscheinlich zu einfach gewesen. Spells klauen ist klar und klein und lange Haare ist ebenfalls klar. Champion Nummer 3. Ne, 4. 4 sind wir. Und zwar, dieser Champion trägt bauchfrei. Eieiei. Welcher Champion trägt denn bauchfrei? Da kann man jetzt ein paar durchgehen und wenn ich nicht wüsste, wer es ist, dann wüsste ich jetzt jemanden, der es sein könnte, der es aber nicht ist. Was euch legit gar nichts bringt. Trägt eine blaue Hose, ein blaues Oberteil und blaue Schuhe, bei denen wieder mal die Füße aka die Zehen rausgucken. Ich meine, vom Aussehen her kann man jetzt schon einige Champions sagen, ausschließen oder zusagen. Ich denke gerade der nächste Tipp. 4 flügelartige Metallplatten zieren seine linke Schulter. Und Tipp Nummer 4. Also da habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht, aber der ist auch halt immer auflösend, ne? Haare wie ein Pinsel. Ich meine, man hat ja auch so schon so ein paar Vorstellungen, welche Champions hier reingehören könnten. Und ja, ich denke mal, gerade beim letzten Tipp weiß man, dass es nicht Lee Sin ist, der auch bauchfrei trägt und der meine Wahl gewesen wäre nach dem ersten Tipp. Wir haben Yasuo mit 48,8% Winrate ebenfalls negativ beim Durchschnittsspieler, also deswegen will man ihn natürlich auch nicht in seinem Team haben. Der, ne, gute Durchschnittsspieler, der Profi-Durchschnittsspieler hat eine Winrate von 59%. Das sind ebenfalls 10,2% Winrate-Unterschied. Und er trägt tatsächlich komplett blau. Ja, ich hatte erst gesagt, ja, der Champion trägt blaue Schuhe. Da habe ich gesehen, wow, der trägt auch eine blaue Hose. Ich geschrieben, blaue Hose, blaue Schuhe. Da habe ich gesehen, der ist einfach komplett blau. Dann hatte ich überlegt, ob ich vielleicht noch so... Naja, darf ich jetzt nicht sagen. Naja gut, und diese 4 Platten hat er natürlich... Ich glaube, da gibt es sogar ein Pullover von. Oder irgendwie sowas von Rito, eine Jacke. Vielleicht wäre man darüber drauf gekommen. Egal, gehen wir weiter. Jetzt wirklich zu Champion Nummer 3. Dieser Champion ist, beziehungsweise war ein Mensch und läuft barfuß. Ich sehe Dinge woanders, ohne dabei zu sein. Ich glaube, die Tipps sind echt cool bei dem Champion, weil da könnte man direkt beim ersten Tipp drauf kommen, das nicht immer gewährleistet, baufrei, ja, geht auch, aber ist schon schwer, da muss man schon raten. Hier kann man schon ein bisschen mehr und gerade auch der zweite Tipp, ja. Hä? Fußspuren? Ja, das war auch schon so ein gewisser Tipp, aber ne. Tipp Nummer 3. Je öfter ich dich angreife, umso mehr Damage werde ich machen. Vielleicht Ash? Ja, Leute, sag Ash. Ich meine, es macht gar keinen Sinn, aber sag Ash. Tipp Nummer 4. Ich kann Verbündete töten. So irgendwie. Ja, die Betonung liegt auf so irgendwie. Es handelt sich hierbei um Kalista. Ja, tatsächlich Kalista, meiner Meinung nach auch, und das wird hier sehr gut bestätigt, ein sehr schwerer Champion. Aktuell auch definitiv absolut katastrophal. Winrate vom Durchschnittsspieler bei 45,8%. Das heißt also, geht gar nicht. Komplette Katastrophe. Und selbst die Profispieler kommen auf circa 56% mit ihr. Da sieht man, nett, wichtig ist, Leute, es gibt immer Spieler, ne, die können auch... Es gibt dann welche, die haben 60% auf ihr, aber es gibt dann wieder vielleicht auch welche, die haben dann nicht mehr ganz so viel, die, ne, also es gibt vielleicht auch Masterspieler oder was, die nur 52% auf ihr haben. Ne, und das heißt, da kommt irgendwo der Durchschnitt. Das sind alles Statistiken, die denke ich mir nicht aus. Wäre aber auch cool. Ich meine, ich könnte mir auch einfach mal irgendwelche Statistiken ausdenken, ne. Ja, bei Kalista natürlich, ich habe jetzt extra gesagt, sie war ein Mensch, weil sie ist ja ein Mensch, aber sie ist halt tot, aber sie ist ja immer noch ein Mensch und läuft halt wirklich barfuß, ja. Keine Sandaletten, keine Stiefeletten. Sie hat halt ihre Geister, die für ihr Sicht geben und natürlich mehr angreifen. Und ja, sie kann Verbündeten halt töten, weil sie sticht ja am Anfang mit dem Speer in das Ziel hinein und diese Person ist halt wirklich tot.
Ne, also die ist tot einfach. Und dann sind die ja seelenverbündet. Ich meine, warum sollte sie auch mit jemandem, der lebend ist, seelenverbündet sein? Egal, weiter geht's. Champion Top Nummer 2. Ja, das heißt, wir kommen zum Ende hin. Ach Gott, der Tipp. Aber ja, vielleicht kann insgesamt 4-mal springen / dashen. Gibt bestimmt ein paar mobile Champions. Tipp Nummer 2. Spell. Treffen. Schneller laufen. Attacke. Damage. Genau in dieser Reihenfolge. Ich wiederhole. Spell. Treffen. Schneller laufen. Attacke. Damage. Ich könnte jetzt einen anderen Tipp geben. Den gebe ich nach dem nächsten Tipp, den ich eigentlich nicht geben wollte, aber der erst wenig Schaden, dann viel Schaden. Und wenn vorher viel Schaden, dann sogar noch mehr Schaden. Mein Zwischentipp wäre, welcher Champion fehlt noch in dieser Liste? Offensichtlich. Das ist kein richtiger Tipp, aber na, den lassen wir mal. Wenn ihr die, also, ja, der zählt als Tipp Nummer 4. Und der nächste Tipp Nummer 4 wäre Shinobi Blade und Shinobi Geil. Ja, es handelt sich hier, ich meine, ich brauche gar nicht weiter reden, um Akali. Ja, ich meine, Akali darf definitiv hier nicht fehlen. Auch hier der Durchschnittsspieler, 45,9% Winrate. Katastrophe. Und selbst die Pros, ja, die richtig guten Akali-Spieler, kommen hier auf 56,2, was ebenfalls nicht geil ist, ne? Na klar, wie gesagt, es gibt Leute, die mit 60% oder vielleicht sogar ein bisschen mehr rumrennen, aber man muss den Durchschnitt nehmen, ne? Das hier ist ein Unterschied von 10,3% Winrate, das heißt, es ist alles relativ nah zusammen, wobei der nächste Champion nochmal einen Tacken mehr drauf hat. Wir kommen zu Top Nummer 1. Achso, muss ich das nur kurz aufdecken? Ja, springen, dashen, 4-mal, ne? Sie kann mit der E springen, dann nochmal, also zurück, dann hin und zweimal mit der Ultimate. Spell treffen, das ist ihre Passive. Ja, wenn sie mit dem Spell trifft, dann kann sie natürlich ihren Karma, ist das glaube ich, dann wedelt das, läuft schnell auf den Gegner zu, macht Attacke, Damage und ihre Ultimate macht natürlich erst wenig Schaden und dann 4. Champion Nummer 1. Jetzt wird's interessant. Meine Passive heißt auf Deutsch Hop und Block oder auf Englisch Bob and Block. Sagt jetzt erstmal gar niemanden was. Hätte mir auch überhaupt nichts gesagt. Man kann aber schon irgendwie drauf kommen. Ich meine Block. Da wird ja offensichtlich etwas geblockt. Möglicherweise. Dieser Champion kann in einen Modus gehen, in dem er nicht Auto-Attack angreifen kann. Also er kann nicht mehr angreifen. Mit den Auto-Attacks. Außerdem ist dieser Champion in der Lage, mehrere Gegner zu rooten, aka zu binden. Ja, root ist immer dann sowas wie Zyra macht. Der Gegner kann sich nicht mehr bewegen, aber noch angreifen. Und Tipp Nummer 4, kann zu einem Verbündeten dashen. Kurze Gedenkzeit, Hop and Block. Und zwar handelt es sich hier Platz Nummer 1, ich war erst am überlegen, ob ich diesen Champion wirklich mit reinnehme, um Yumi. Ja, das heißt hier 45,8% Winrate, der Noob, und die guten Spieler kommen auf 57,6%. Natürlich hier, klar, ist es etwas normal, weil der Champion halt neu ist. Die Leute, die nicht viel rein investieren und mal 1, 2, 3, 4, 5 Games machen, das sind ja die Durchschnittsspieler, die sind halt wirklich nicht so gut mit ihr. Ich persönlich finde, sie ist nicht einer der schwersten Champions. Ich persönlich finde sie sogar relativ einfach, aber Statistiken sind nun mal Statistiken. Ich denke, mit der Zeit wird sich das ändern und erholen. Aber ja, ihre Passive Hop and Block, also ich erkläre mir das so, dass sie ja jemanden angreift, ne, hopp irgendwie so, ich greife dich an, pop, so, ne, ich hoppe dich, ich poppe dich, okay, so nach dem Motto, und dann kriegt man ja Schild und Block Damage. So, ne, ich wollte euch ein bisschen baiten in Richtung Pantheon oder sowas vielleicht, vielleicht ist ja jemand drauf reingefallen, oder falls noch irgendjemand einen Champion blocken kann, ne, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja, sie kann natürlich, wenn sie an jemanden dran klebt, nicht mehr angreifen, ist mit ihrer Ultimate in der Lage, Gegner zu looten oder zu biten und kann natürlich zwischen Verbündeten dashen. Hier ist die Winrate 45,8, habe ich schon gesagt, keine Ahnung, 45,8% zu 57,6, das sind 11,8% Unterschied. Ja, ist ein sehr, sehr großes Gap.
Andere Champions, die ebenfalls noch hier sind, aber ne, so bei Platz 7, 8, 9, 10 sind Ryze, Riven, Sylas und Draven. Das heißt, die sind ebenfalls relativ schwer zu spielen. Ihr könnt oben gerne abstimmen und eure Punkte darlegen. Das heißt, wie viele Punkte habt ihr gemacht? Und seid natürlich möglichst ehrlich, denn Mogeln bringt niemandem was, außer dass euer Karma-Konto um minus 1000 sinkt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr haut rein. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski.